Ja, es ist eine kleine Weihnachtsfolge heute. Es ist die Weihnachtszeit, kommt so langsam auf uns zu. Und ich dachte mir, jetzt ist so die Zeit für Nüsse, für Äpfel. Also, warum machen wir nicht mal ein Bratapfelrezept? So ganz klassisch. Dazu gibt es jetzt den ersten Glühwein für mich dieses Jahr. Er ist auch heiß. Leider können wir ja nicht auf Weihnachtsmärkte gehen dieses Jahr. Köstlich. Ich werde ein bisschen davon trinken, während ich heute hier die Bratäpfel mache. Ich möchte mal dazu sagen, es gibt einfach mehrere Varianten, wie man das Ganze befüllen kann. Ich habe jetzt heute keine Rosinen dabei. Ich habe eine Mischung aus Haselnuss, Mandeln. Zur Dekoration habe ich Krokant. Ich habe Karamellsoße und Vanillesoße geholt. Man kann nur das eine nehmen, man kann beides nehmen. Man kann den Sud nehmen, wo drin das Ganze gegart ist. Und da sind eurer Kreativität auch keine Grenzen gesteckt. Also man kann mit Zimtstangen dekorieren, mit Zimtpulver, mit Krokant, mit man kann ein bisschen mehr Nüsse rösten und dann noch ein bisschen Nüsse auf den Teller tun. Also wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Wir starten, indem wir eine Pfanne aufheizen. Ohne Zugabe von Fett rösten wir unsere Mandelblättchen und unsere gehackten Haselnüsse. Im Anschluss geben wir diese zum Abkühlen auf einen Teller. Die Äpfel wollen gründlich gewaschen werden. Den Deckel abschneiden, doch nicht entsorgen, wir brauchen ihn noch. Nun entfernen wir großzügig das Gehäuse, auf das wir dort auch schön etwas Füllung hineinbekommen. Ein guter Zeitpunkt, den Backofen vorzuheizen, auf 200 Grad oder 180 Grad Umluft. Die Bratäpfel setzen wir jetzt in eine kleine Auflaufform. So, nun mischen wir unsere weiche Butter mit den 3 Esslöffel Zucker, mit dem halben Teelöffel Zimt sowie mit 50 Gramm unserer gerösteten Nussmischung hier. Das habe ich natürlich schon abgewogen. So, das vermengt man dann jetzt. Und so sieht dann das Endresultat aus. So, wir greifen uns jetzt hier unsere Marzipanrohmasse und geben jeweils 20 Gramm Würfel in unsere Äpfel und drücken diese dann ein bisschen da rein und auch so ein bisschen an den Rand hoch. Um die Füllung gut aufzuteilen, habe ich mir das glatt gestrichen und dann markiere ich mir jetzt einfach hier so ein Kreuz und dann weiß ich genau so. Ein Viertel der Menge ist jetzt genau für einen Apfel. So, das drückt man dann so ein bisschen noch da drauf und das kann man ruhig auch mit an den Rand drücken. Das wird dann schön knusprig. Jetzt kochen wir unseren Orangensaft mit dem Zitronensaft und dem 1 Esslöffel Zucker auf. So, den Saftsud, den gießen wir jetzt über die Äpfel in die Auflaufform. So, und dann heißt es jetzt nämlich auch ab in den Backofen, auf die mittlere Schiene. Erstmal ohne die Deckel und zwar für 25 Minuten. Nach 25 Minuten Garzeit dürfen unsere Äpfel einmal kurz raus, damit wir die passenden Deckel wieder auf die Äpfel tun.
Ich hoffe, ihr habt euch gemerkt, welcher Deckel auf welchen Apfel kommt. Und somit geht es dann jetzt in die zweite Backrunde von 10 Minuten. So, da sind sie, die Jungs. Da können wir jetzt erstmal schön den Teller dekorieren. Ich habe mir so einen Stern ausgeschnitten und den überstreue ich jetzt einfach erstmal mit Zimt. Natürlich kein Bratapfel ohne Vanillesoße. Und Karamell-Toffee-Soße. Natürlich auch noch einige unserer gerösteten Mandeln und Haselnüsse. Krokant haben wir ja auch noch mit im Programm. Ich würde sagen, die Bühne ist bereit für seinen Star. Soll der Apfel Platz nehmen? Den Deckel können wir einmal leicht anheben und da eine Zimtstange einführen. Und dann können wir auch noch ein bisschen von diesem Orangen-Zitronensud hier über das Ganze drüber träufeln. Ich persönlich finde ja eine Eiskugel immer was geizig. Deswegen habe ich mal zwei gemacht. Man soll ja auch satt werden, ne? So, wir kommen hier zum großen Finale an meiner Tafel. Ein wundervoll aussehender Bratapfel. Ich bin einfach nur gespannt. Ich schneide den jetzt einfach mal hier so an. So. Ich habe ja hier so eine Buttertoffee und eine Vanillesoße genommen. Richtig geil. Boah, ich glaube auch die Mischung von Haselnuss und Mandel ist ausschlaggebend. Mega. Aber jetzt probieren wir das natürlich auch mal hier mit Eis. Klassisch nimmt man ja Vanilleeis. Ich habe jetzt heute mal ein Walnuss-Ahorn-Eis genommen. Wow. Wahnsinn. Ja, ich glaube, ich werde heute 4 Bratäpfel essen. Einfach mal so. Ich muss eh nicht auf meine Figur achten. Da darf man ruhig mal so einen voressen hier. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch kein Abonnent seid, abonniert diesen Channel, um kein weiteres Video zu verpassen. Schaut auf meinem Instagram-Kanal vorbei, da gibt es vielleicht auch mal manchmal so einen kleinen persönlichen Background. Und vielleicht auch mal persönlichere Beiträge. Aber hier geht es ja mehr ums. Ich muss aufhören zu essen. Abonniert diesen Kanal. Bis zur nächsten Folge.